MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Da ich mich im Kurzurlaub befinde, habe ich jetzt die 8.48 direkt nochmal drangehangen. Selber Aufnahmetag. Ja, wir fahren immer noch Besenhohl, MAN New Line City 12. Und fahren jetzt die 8.48 nach Angerath zum Bahnhof. Und wir starten in Ambach. So. Haben wir noch Pause? Naja, 6 Minütchen. Wir können aber schon mal vorziehen, I think. Hallo. Guten Tag. So, dann mache ich mal einen ganz kurzen Pausen-Cut, weil dann kann ich gerade mal auf die Pipi-Box und bis dahin dürfte die Pausenzeit dann hier auch abgelaufen sein. So, knapp ein Minütchen haben wir noch. Los geht's. Schauen wir mal. Offene Angelrad. Und direkt wieder rechts rum. Oh, jetzt ist dieser Hydrolüfter an. Beziehungsweise ist die Klima, glaube ich. Die dann auch schlagartig wieder ausgeht. Wie gesagt, ich hoffe, die OMSI-Lautstärke ist angenehmer. Falls es zu laut ist, packt es in die Kommentare, dann mache ich das dann wieder leiser in den nächsten Folgen. So, hereinspaziert. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich eigentlich reales Wetter nehmen? Bei uns ist ja Unwetterwarnung. Ich weiß jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht mein Wetter hier aus der Region, aber macht ja nichts. Regen. Ja, nehmen wir mit. Soll ja heute hier auch regnen. Fahren wir mal im Regen. Oh, regnet aber ganz gut hier. Ja, wir haben hier Unwetterwarnung und alles. Bin mal gespannt. Ja. Schönen guten Tag. Der ist echt ein bisschen schnell, der Scheibenwischer. Aha, so ist er jetzt langsamer. Okay. Gut.
Tür zu, sonst geht nichts hinten. So. Und wieder links rum. So. Komm, mach grün. Noch sind wir in der Zeit. Der hat schon rot, der Kollege da vorne. Das ist gut. Katz, die regnet es hier schon. Ne, noch nicht. Ja. Hallo, Loki. Ja. So. Hallo. Ja, du bist mein. Ja, du bist mein Schatz. Ne? So. Passiert. Ja, du bist mein Stinker. Ja, Loki war krank. Dem ging's die letzten Tage gar nicht gut. Aber mittlerweile ist er wieder fit. Ist noch ein bisschen bedröppelt und hat noch so längere Schlafphasen, aber Hauptsache wieder ansatzweise fit. So, hier halten wir nicht, sondern wir halten um eine Ecke. Boah. Erlaub. Wer mit will, steigt ein. Wer nicht mit will, bleibt draußen. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Weiß gar nicht, wird die Karre hier dreckig? Oh, dieser Fahrstil ist nichts für meine alten Beine. Ja, ja, den lassen wir mal fahren. Dem traue ich nicht. Allgemein ein bisschen eng. Muss man ein wenig aufpassen. Oh, dieser Fahrstil ist nicht für meine alten Beine. Ja, dann hast du Pech gehabt. So. Rot, toll, klasse. Nee, Loki war tatsächlich krank. Der hatte den Durchfall des Todes, kann man sagen. Nachts 3, 4, 5 Mal raus, weil er es nicht halten konnte und sich mehrfach übergeben. War den ganzen Tag nur schläfrig. Hat selbst auf die Nachbarn nicht reagiert. Normalerweise, wenn wir die Terrassentür aufmachen, dann ist Loki der Erste, der da steht und raus in den Garten will. Und wenn die Nachbarn dann noch im Garten sind, dann ist er eigentlich da der Erste, der mit den Nachbarn spielen will. Alles hat er nicht gemacht. Er hat nur da gelegen und ja, in die Leere geschaut. Oh, jetzt kriegt er, haben wir das Futter ein bisschen angepasst, damit der Magen sich beruhigt. Gibt es Reis mit Hähnchen. Und seitdem geht's wieder, glücklicherweise. Mein Gott, der ist ein bisschen rübergerutscht. Stell ihn mal an. Oh, die war rot. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Gut, aber kam zum Glück nichts.
Halleluja. Hallo. Ach Gott, jetzt müssen wir hier durch. Ja. Okay. Machen wir. Ach, das war halb so wild. Ich hab schon, weiß Gott, was gedacht, wie eng das da ist. Aber das ging ja. So, Angerer Bahnhof ist unser Ziel. So, werden wir dreckig? Nö, nass. Aber dreckig nicht. Nur nass. Schade. Ich habe gedacht, er wird auch dreckig. Tja. So, rechts rum. Hallo. Hallo. Oh, 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 oh. Der fährt ja toll. Hätte ich eigentlich auch. Ah, ne, ich musste da durch. Das war schon richtig. Okay, gut. War schon richtig. Einmal Schüler, bitte. Das Ding kennen wir doch auch aus Ruhrau. Dankeschön, der hat gewartet. Sehr, sehr gut. Das war etwas knapper, aber das hat geklappt. Man muss sich manchmal auch was trauen, ne? Ui, fahre ich wieder alt. Man muss sich manchmal auch was trauen hier. Okay. Die Haltestelle hatte ich nicht auf dem Schirm, wurde mir auch nicht angezeigt in Omni Navigation. Ofenmühle. Mhm. Gut, kann passieren. So, Straßenverengung, Tempo 30 und eine schöne scharfe Rechtskurve, alles klar. Ampel folgt gleich.
Ah, das ist ja mies hier. Hallo. Hallo. So. Wo bleibt denn die Ampel? Und die Straßenverengung? Hä? Bin ich blöde? Raus. So, weiter im Text. Ach Gott, ich sehe schon auf Omni Navigation gleich Serpentinen. Ach, dass die sich direkt aufregen, weil so wenig Geschwindigkeit, das nervt. Oh, eine Serpentine nur. Okay, dann geht's ja noch. Na, ein bisschen gucken, dann geht das schon. Läuft. Wenn man ein bisschen aufeinander achtet. Es regnet. Hallo. Hallo. Wisst immer gern, wo die hinlaufen, wenn da kein Bordstein an der Bushaltestelle ist. Wird schon wieder einer aussteigen. Oh, knackig hier. Der arme Kerl, der wird doch nass. Hallo. Hallo. Nein! Nein! Hehe.
Ich sehe halt nix, ne? Wegen der Tür. Ja. Mann, Mann, Mann. Kommt schon. Der Bus jetzt mal dreckig. Nö, nur nass. Na, so weit ist auch nicht mehr. Jutti. Sind wir ja bald da. Und wir sind bis jetzt noch pünktlich. Man glaubt es kaum. Trotz Ampeln und Kreuzungen und blablub. Und hier geht's links. Guten Tag. Hallo. Hallo. Sehr schön. Eigentlich rechts vor links, also die Kollegen da hinten fahren können, aber ich glaube, die waren wegen meinem Blinker irritiert. Und sind dann deswegen nicht gefahren. Ja, ich bleib hier schön stehen. Ich wusste es. Ja, das ist okay. Nee, das ist in Ordnung. Ich habe damit gerechnet, dass das mit diesem LKW schief geht. Also da war ja wohl jetzt wirklich genug Platz, damit er hätte rumkommen können. Hat ihm aber nicht gereicht. Hallo. Und falls jetzt jemand denkt, warum hat Loki gebellt? Ja, es gibt Futter. Es ist Fütterungszeit. Er hat ja tagsüber sein Trockenfutter da stehen. Und er kriegt aber abends dann auch nochmal ein bisschen Nassfutter. Beziehungsweise dann frisch gekochtes. Also wie jetzt Reis mit Hühnchen zum Beispiel. Und mit Möhren drin und sowas. Also jetzt... na?
steigen hier alle aus. Nee, nicht alle. Angerrad kommt ja auch jetzt erst. Das ist eine Fahrerei hier. So. Jetzt hätte ich Pause. No, 7 Minuten. Okay. So, einmal abgerüstet. Ja, da kam noch die Unfallmeldung durch. Ja, die. Das ist natürlich jetzt auch fies, ne? Ich mache hier Pause und die sind nass oder werden nass und denken sich, der steht doch schon da. Warum stehen wir noch im Regen? Aber es ist halt so. Ah, wir können von hier dann mit der 849 weitermachen. Das ist sehr praktisch, okay. Aber es ist halt einfach so, wenn der Busfahrer Fahrgäste reinlässt, dann hat er keine Pause mehr, weil dann hat er wieder Verantwortung. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!